Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Ich bin's, euer Vasili. Und heute habe ich meinen Buddy Omid zu Gast. Wir werden zusammen heute self-made Sushi zubereiten. Aber nicht die klassische Sushi, so wie man es kennt. Vielleicht auch das. Aber ich habe mir gedacht, wir werden ein bisschen experimentieren. Ja. Wir machen so eine Art Hotdog-Sushi. Wir machen ein bisschen Chicken-Sushi. Wir haben ein bisschen ein gesundes Sushi. Ein vegetarisches Sushi. Veggie, okay, ich benutze das einfache Wort, ein vegetarisches Sushi. Ich sag's klar, ich habe noch nie self-made Sushi gemacht, aber ich freue mich auch immer, neue Experience zu sammeln. Am Anfang erkläre ich euch jetzt erstmal, was wir hier haben. Und zwar habe ich so ein Starter-Kit gekauft, keine Werbung an dieser Stelle. Und dort war so eine Matte drin, die wir benötigen, Algenblätter, die man auch benötigt für Sushi. Und irgendwelche Sachen, die wir aber nicht benutzen werden. Wir haben unsere eigenen Sachen. Ich habe auch schon Reis gekocht, originalen Sushi-Reis, den habe ich auch direkt schon verfeinert. Auf Vasili-Art, den habe ich ein bisschen anbraten lassen und dann durchgerührt. Alle, die jetzt sagen, das macht man nicht mit Sushi-Reis, wir machen das so. Heute wird nach unseren Regeln gekocht. Genau, heute, immer. Ich sag mal so, die Zutaten aufzulisten ist schwierig, aber ihr könnt, wie gesagt, genau so Sushi zubereiten und ihr könnt selber entscheiden, was für Zutaten ihr persönlich benutzt. Dann will ich auch nicht weiter rumreden, fangen wir direkt an mit dem Sushi. Und ich würde sagen, ich fange an, mache meine erste Rolle fertig und danach machst du auch deine eigene Rolle. Du liebst auch Sushi. Genau, wollte ich gerade sagen. Fall, Leute, also der Grund, warum Vasili mich gefragt hat heute für das Video, beziehungsweise ich es vorgeschlagen habe, ist, weil ich halt mega gerne Sushi esse, so. Damals nicht so, aber erst jetzt so seit ein paar Jahren. Mindestens zweimal im Monat ist auf jeden Fall. Definitiv. So, Minimum. Aha, ja. MacGyver. MacGyver. Du isst gerne Sushi, ich esse gerne. Aha. Denkt euch auch. So, dann fangen wir auch direkt an. Also, so wie ich mich informiert habe, denke ich, machen wir es jetzt auch richtig. Nehmen wir erstmal hier von unserem leckeren Sushi-Reis. Mache hier erstmal diese Matte hier voll. Habe ich mir gedacht, machen wir das so. Ja, siehst du, das funktioniert doch. Vom Feinsten. Echt, so viel Reis für eine Matte? Ich würde gerade sagen, das ist schon viel. Ich habe übrigens auch selber noch nie selber Sushi gemacht, also das ist heute für mich auch Premiere. Ich bin halt so bequem und gehe entweder all you can eat oder lass mir einfach Sushi bestellen, so. Ja, ja. Wenn ihr übrigens einen guten Laden kennt, einen guten Sushi-Laden in Berlin oder in Köln, bitte schreibt mal unten in die Kommentare rein. Da würde mich gerne mal interessieren, weil ich war schon in einigen Läden und so essen, aber wer weiß, vielleicht kennt ihr ja einen besseren, Leute. Also bitte schreibt mal in die Kommentare. So, das sieht schon mal gut aus. Ein paar Komplikationen entstehen gerade. Ja, aus dem Teller bestreichen würde. Aber wir wollen ja hier ist ja jetzt gerade kein Perfektionismus gefragt, sondern erstmal, sag ich mal, probieren. Ne? Also ich denke sowieso, dass die zweite, dritte Rolle besser aussehen wird wie jetzt die erste. Ja. So. Ich denke, das ist schon mal richtig. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit der Gemüserolle an, oder? Mit der Gemüse-Sushi-Rolle. Mache ich mir jetzt so, so, ein Gürkchen. Da wir haben lange kein... genau nur eine Rolle, oder? Eine Rolle, genau. Wir haben lange kein Gemüse gegessen. Dann nehme ich, was passt dazu? Jetzt experimentieren wir. Also ich sag mal so, das, was wir bis jetzt sehen, das ist ja noch nicht so außergewöhnlich. Gurken und Fischkäse kennt man normalerweise in, sag ich mal, Standard-Sushi. Aber hier haben wir noch Hotdogs und so weiter am Start. Die werden wir auch noch nachher mit rein tun und das wird auf jeden Fall etwas ziemlich Außergewöhnliches und ich denke, das wird auch auf jeden Fall gut harmonieren. Ich weiß schon, Reis und Hotdog wird jetzt vielleicht nicht jeder glauben, aber so, probieren geht über studieren. So ist es. Und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu voll gemacht. Ich denke, das reicht jetzt. Ich mache da noch gerade so Cheddar-Würfel rein. Ja. Ich erwähne nochmal, wir haben jetzt Karotten, ein bisschen Salz, Pfeffer, dann haben wir Gurken, wir haben Reis, Frischkäse und Cheddar-Würfel. Ich bin gespannt. Ich drehe das jetzt mal zu, gucken, ob es auch so klappt. Wie kannst du das vorstellen? Was meine ich damit? Weil muss hier überhaupt noch Reis sein? Eigentlich nicht. Also man benutzt die Platte im Hintergrund. Das Bambusröhrchen. Und daraus eine Sushi-Rolle zu drehen. Sieht gut aus, oder? Die sieht auch gut aus. Ich denke, wenn wir sie jetzt einfach dünner schneiden, sind sie auch dementsprechend mundgerecht. Und das jetzt mal testen. Kannst du am Halten, was ich nehme? Hält gut, ja, das sieht doch gut aus. Ja? Vielleicht. Zeig mal das Innenleben. Das Innenleben. Zeig mal den Motor rüber. Okay, das inspiriert mich schon wieder zu einem XXL-Sushi. Zu einer XXL-Sushi-Rolle. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr eine XXL-Sushi-Rolle sehen wollt. Mit allen Sachen drin, allen möglichen Sachen, dass wir wirklich so eine Rolle machen, ne?
Lasst einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare, eure Ideen, Leute. Wollen wir das jetzt schon tasten oder bis zum Ende warten? Wir warten bis zum Ende. Wir richten das jetzt einmal an. Okay. Guck, und das meine ich, wenn man die jetzt so schön dünn schneidet. So, und jetzt zum Beispiel zum Anrichten habe ich hier ein bisschen Blattspinat, frischen Blattspinat. Den werden wir ein bisschen verfeinern, ganz einfach. Nehmen wir ein bisschen Oregano. Nehmen wir ein bisschen Rapsöl, ihr könnt auch Olivenöl nehmen. Ich habe jetzt kein Olivenöl da, deswegen nehme ich Rapsöl, nicht zu viel. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Das Ganze rühren wir jetzt einmal um, damit sich alles schön verbindet mit dem Öl. Das ist auch eine perfekte Beilage, zum Beispiel für Lachs oder wenn man allgemein für Hähnchen, passt das ganz gut zusammen. Man kann auch noch so ein bisschen Honig dazu machen und ein bisschen Essig. Das passt auch ganz gut, passt jetzt nicht zu unserer Rolle, finde ich, vom Geschmack her, aber kann man auch machen. So, wir richten das so an, Blattspinat in die Mitte. Dann nehmen wir unsere Röllchen, die wir hier geschnitten haben. Ich habe 4 Stück. Die legen wir dann so drauf, verteilt. So, dann werden wir das Ganze noch mit ein bisschen Sojasauce beträufeln. So, dann werden wir auch noch ein bisschen frischen Schnittlauch oben drauf tun. Der kommt immer gut. Packen uns den frisch. So. Fertig ist die erste Rolle. Das ist die Gemüserolle mit 3 Komponenten. Jetzt würde ich sagen, Omid, mach deine perfekte Sushi-Rolle. Geht gleich los, Leute. Einmal ganz kurz Hände waschen. Let's go. So, wir haben leider keine Oliven am Start, Leute. Sonst wäre das natürlich das allererste, was ich hier reinfügen würde. Wir fangen an mit dem Reis. Ich werde dazu ein paar Strips machen aus dem Chicken so. Und dazu, denke ich, werde ich noch ein bisschen Gurken dazu tun. Und dann auf jeden Fall noch hier diese kleinen Cherry-Tomaten sind das, oder? Bloß ein bisschen, italienische, die sind ein bisschen süß. Ja, ein bisschen süßer und auch die Form ist anders. Also normalerweise sind die ein bisschen, sag ich mal, kreisförmig, weil die ist jetzt oval. Schmeckt gut, weil ich mag wirklich genau diesen Geschmack von diesen Tomaten. Habe ich auch als Kind immer so gegessen, ja. Also ich tue jetzt erstmal den Reis hier drauf. Du schierst Bescheid, Leute. So ein bisschen Reis fehlt noch. Wir wollen hier den Überperfektionisten-Modus machen, Leute. Wer mich kennt, weiß. Schlechte Angewohnheit. Ich werde danach die Hotdog-Rolle zubereiten. Ja, also so wie ich es mir gedacht habe. Ich habe hier extra Hotdog-Wurst. Currywurst habe ich auch. Da habe ich so eine fertige genommen. Kann man auch so eine Currywurst-Sushi-Rolle machen. Also, und Hähnchen haben wir hier auch. Mhm. Naschkatze. Problem bei diesen Kochvideos ist meistens immer, dass die ganzen Zutaten schon aufgegessen werden, bevor Vasili überhaupt einmal auf den Recording-Button drücken kann. Das ist aber eher das Problem von mir, nicht von deinem. Ja. Wir werden jetzt jeweils ein Brett immer fertig machen. Das ist hier zum Beispiel Gemüse-Sushi, das ist Omid-Sushi, dann machen wir den Hotdog-Sushi. Und zum Schluss, wenn wir alles schön angerichtet haben, werden wir auch einzeln probieren. Und auch der Azad hinter der Kamera, weil er kann sich nicht mehr zurückhalten, kann dann auch probieren. Gut, als allererstes auf jeden Fall brauchen wir Hähnchen. Kannst du die auch schneiden, warte. Ja. Hier, kannst du die hacken. Ja, ich nehme mal diese einfach hier beiseite. Und mehr Platz hier. Oh, das sieht gut aus. Seht ihr, Leute? Das Hähnchen schön hacken. Genau so habe ich mir das vorgestellt mit dem Hähnchen. Dazu habe ich passend eine Teriyaki-Soße. Willst du die auch verwenden? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann mache ich die auch. So, ich mache es jetzt aber so. Gurke. Schön Frischkäse bestreichen, Bruder. So. Ja, der Omid... benutzt es als Kleber. Weiß schon genau, was er tut. Am Ende können wir ja auch natürlich es bewerten lassen von Azad, welche Rolle am besten schmeckt, weil das, da werden viele Geschmäcker aufeinandertreffen. Allein jetzt diese Kombination finde ich sehr interessant. Frischkäse, Hähnchen, Gurken, passen perfekt. So Leute, und als nächste Zutat nehme ich eine von diesen Tomaten. Vorsichtig schneiden, Leute. Und an der Stelle kann ich auch erwähnen, bald kommt das lang ersehnte Kochbattle zwischen Azad und Massi mit dem Glücksrad. Ich bin dabei, auch das Format gerade fertig zu schreiben, so dass wir dann das Video auch drehen können. Und es wird sehr interessant. So Leute, und als letztes brauchen wir auch hier diese leckere Teriyaki-Soße. Tun wir auch. Musst du nur vorsichtig. Ja, ja, ja. Okay. So. Das reicht schon, so ein halber Esslöffel. Schön übers Hähnchen. Boah, perfekt. Das ist eine gute Sushi-Rolle. Allein die Komponenten
mit dem Reis zusammen werden, definitiv Mund. Nicht mit dem Holz zu drehen. So musst du drehen. So? Nee, nee, guck mal. Ich zeig dir, so musst du das so drehen. Verstehst du die? Ja. Ja, da ist schon. Das ist oben dann. Genau, das musst du so halten und dann so drücken. Eng zusammen, ne? Ja, Form kannst du ja danach auch. Ich hab's ja nicht richtig geformt, wenn du jetzt so ein bisschen formst, dann liegt er auch rund. Das nicht zusammen auseinanderfällt. Ja, wird nicht, die kleben. Also wegen dem Reis klebt das alles. Die Algen auch zusammen. Das fällt nicht auseinander. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, Leute. Und es steht. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ist schön gerade geworden. Genau. Ist auf jeden Fall eine richtig schöne Rolle. Okay, so sieht das von innen aus. Nächste vielleicht ein bisschen ordentlicher abschneiden. Warte, vielleicht geht es mir in diesem zusammen. Ja, ich glaube, da wird es besser gehen. Ja, nimm dieses Messer. Auf jeden Fall. Boah, Leute, guck mal, wie das da durchgleitet, Bruder. Genau so muss das. Sieht auf jeden Fall schön aus von innen, Leute. Guck mal. Gurke, Tomate, Hähnchen mit Frischkäse und natürlich noch die Teriyaki-Soße. So, jetzt richten wir das erstmal an und danach wird erstmal noch eine Rolle gemacht und dann probieren wir, ne? Wir machen noch zwei Rollen. Einmal Palok und dann Mischmasch. Mit den Gambas, noch was mit Fisch. So Leute, wir nehmen jetzt wieder was von diesem Blattspinat. Also unseren Boden für unsere Rollen. Ja, der Omi weiß, wie Sushi angerichtet aussehen muss. So, ob er Sushi bestellt hat. Ja, ja Leute, ich habe ja einiges gelernt in der Zeit, wo ich mit Vasili gewohnt habe. Einfach nur aus dem Grund, wenn du das so oft siehst in den Videos oder auch mal vielleicht mitfilmst oder einmal mitarbeitest und so. Am Ende, du weißt, wie das aussehen muss. Also ich mache ja auch selber ziemlich viele kreative Sachen, egal ob das ein Foto ist oder sonst irgendwas. Da kann man sich halt natürlich vorstellen, wie man halt am liebsten will, dass das halt eben aussieht. Also ja, ist auf jeden Fall ganz nice für dich. Das sieht cool aus. Damit es auch nicht zu langweilig aussieht und damit man vielleicht auch noch mehr zum Snacken hat, mal ein bisschen die gerösteten Zwiebeln drauf, die passen immer gut. Allgemein in asiatischen Küche. Und jetzt werden wir die Hotdog-Rolle machen. Genau, fangen erstmal mit dem Reis an. Weiß ich auf jeden Fall auf, wie ich das mit dem Reis mache. Ein bisschen mehr nach vorne. So Leute, die Jungs haben natürlich wieder sehr gute Ideen gehabt. Und die werden wir direkt umsetzen. Ich habe jetzt alles schon fertig für den Hotdog. Okay, wir machen als erstes den Hotdog fertig. Und danach machen wir diese kunterbunte Rainbow-Rolle. Sushi-Rainbow-Rolle. Okay, geil. So, für unseren Hotdog nehmen wir jetzt klassisch Hotdog-Würstchen. 100% Geflügel, Leute, ja. Damit der Iglana hier auch nicht. So sieht's aus. So, dann habe ich hier einmal Hotdog-Senf. Dezent, nicht zu viel, damit es auch nicht rausrutscht. So. Dann nehme ich ein bisschen Hotdog-Ketchup. Dann nehme ich schön Gouda-Scheibenkäse. Gouda-Schmelzscheibe, aber den schneide ich nicht. Das ist so eine geile Rolle, ne? Wirklich. Das sieht schon so lecker aus. Den legen wir so drüber. Natürlich Doppelkäse, ihr kennt mich. Richtig, und dann tun wir innen drin noch unsere gerösteten Zwiebeln ein bisschen verteilen. Das ist, denke ich, auch wieder eine fette Rolle, aber... Ja, ja, die wird richtig fett. So, dann haben wir alles. Okay, wir können natürlich auch noch eingelegte Gurken nehmen. Ich nehme jetzt einfach so eine Gurke, die tue ich nochmal in die Mitte. Dann haben wir alles für die perfekte Hotdog-Sushi-Rolle. Dann werde ich das Ganze jetzt mal zudrehen. Die Rolle ist zugedreht. Perfekt, wir werden die jetzt anschneiden direkt. Gucken, wie die aussieht. Ein Stück abschneiden. Kann man immer snacken. Boah, die ist perfekt geworden. Ich bin gespannt. Hast du schon mal warme Sushi gegessen? Frittierte Sushi. Schmeckt überall. Hast du schon mal probiert? Hey, gerade gesagt. Schaut mich einmal an. Frittiertes Sushi, okay? Wer von euch das noch nicht probiert haben sollte, Leute, glaubt mir, probiert das mal. Das schmeckt so unglaublich nice. Also für die Leute, die Sushi feiern und das aus irgendeinem Grund noch nicht probiert haben, sollten so, macht das. Okay, ich weiß schon, nächste Video, wir frittieren Sushi. Ich schneide das jetzt, werde das auch anrichten und dann machen wir die letzte Sushi-Rolle und dann probieren wir das Ganze. Genau, ich nehme auch wieder mein Salat. Diesmal werde ich ein bisschen anders anrichten. Werden wir das so machen. Dann werde ich mir jetzt hier diese Paprika nehmen. Das mit der Paprika passt perfekt zusammen. Vom Geschmack her. Das sieht aus wie Gold. Und ein bisschen Curry. So. Perfekt. Jetzt haben wir unsere Hotdog-Sushi, unsere Veggie-Sushi.
vegetarische Sushi, dann von Omiti Sushi mit Hähnchen und Teriyaki. Und jetzt werden wir, da die Jungs mich gerade dazu inspiriert haben, werden wir ein Rainbow Sushi machen. Genau. Wollen wir den Reis auch färben oder nur das? Können wir auch, ja. Das ist auch der letzte Sushi, den wir machen. Das heißt, wir können diesen Reis jetzt färben. Ja. Genau, wir gehen das so an. Ich hole mal noch eine Schale. Hier nehmen wir diese Schale. Wir haben viele Möglichkeiten. Kunterbunt heißt Rainbow. Wir benutzen Regenbogenfarben. Heftig. Wir machen den Reis schwarz. Heftig. So, ja, genau so umgesetzt. Jetzt bräuchte ich mir eigentlich nur noch so weiße Farben für das. Weiß ist ja. Yin Yang. Okay, wir machen den Reis. Pass auf, wir machen den Reis schwarz. Schwarzer Reis, geil. Die Zähne werden auch schwarz. Schmeckt oder? Das doch irgendwie anders, oder? Bitte? Schmeckt das doch irgendwie anders? Nein, das ist also die Lebensmittelfarbe ist geschmacksneutral. Das ist auch eine Bio-Lebensmittelfarbe, die ich auch schon für andere Sachen verwendet habe. Unter anderem diese Videos kommen auch demnächst. Aber so, das wollte ich. Guck mal. So, und wir werden das ausgleichen jetzt mit dem Frischkäse. Aber erkennt das nicht. Ne? Das ist auch die Kaviar. Das ist leider nicht. So sick aussehen, ne? Warte, ich nehme das so direkt. Natürlich das Einzige, was ich befürchte, da wir jetzt auch mit schwarzer Lebensmittelfarbe gearbeitet haben und das nicht backen und das kein Teig ist, dass sich das natürlich abfärbt auf unserem Mund. Also, keine Ahnung. Also, ich muss heute noch Videos aufnehmen. Also ich werde davon auf jeden Fall nicht probieren. Ja, ich werde das auf jeden Fall nicht probieren. Ah, Leute, hier muss alles aber probiert werden. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade eben noch mit Vasili darüber geredet, dass ich es jetzt nicht so unbedingt feiere, also immer alles für sich selber zu kochen, einfach nur weil ich diesen Aufwand halt eben nicht feiere. Aber wenn ich jetzt sowas Schönes sehe oder mit dem Sushi und so, da geht mir schon irgendwie das Herz auf. Ja. So. Nach vorne noch, da hat eben ein bisschen Reis gefehlt. Das haben wir. Jetzt benutzen wir Frischkäse, das passt. Weiß. Hast du noch Bock auf Shrimps? Ja, die machen wir auch rein. Ja, Mann. Frischkäse-Überdosis, Leute, genauso. Ich bin noch was Besseres, um das so zu verteilen. Das geht schon. So. Dann unsere Shrimps. Jetzt müssen wir überlegen, was passt dazu die Farben. Wir haben jetzt weiß, schwarz, ein bisschen rot mit weiß. Schwarz am besten, ne? Rot, ne? Paprika. Paprika. Rote Paprika. Salz. Pfeffer. Dann tun wir jetzt noch diese Senfgurken rein. Ich denke, das. Oh, das riecht heftig. Gelb. Jetzt werden wir das Ganze drehen, so wie auch die anderen. Also wer so eine Sushi-Rolle bekommt, stellt sich erstmal 1000 Fragen. Aber sieht genial aus. Ist jetzt kein Rainbow, aber ist mal was anderes. Bin gespannt. Ja, das sieht so geil. Sieht bläulich aus. Sieht genial aus. Ja, mit dem Weiß wird ein hellblau und ein helles Schwarz. So, um das jetzt noch interessant zu machen, verteilen wir diese Sushi auf die anderen. Ich würde sagen, Leute, ich mache hier erstmal jetzt klar Schiff. Sushi kann ja nicht kalt werden. Wir werden das Ganze probieren, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, Leute, wie ihr sehen könnt, jetzt wurde hier klar Schiff geschaffen. Wir werden das Ganze jetzt probieren und ich übernehme die Kamera. Der Azad wird probieren und der Omid. Dann bin ich gespannt, was Azads Meinung ist zu unserem Selfmade-Sushi. Ich esse jetzt nicht jeden Tag Sushi. Ich bin jetzt nicht der extrem Sushi-Liebhaber wie der Omid, aber ich bin immer für was Neues gespannt. Okay, dann nimm als erstes mal meinen Hotdog-Sushi. Den da? Ja, Hotdog-Sushi. Sind meine Zähne danach schwarz? Nein, nicht Hotdog-Sushi, den hier. Das hier ist der Hotdog-Sushi. Probier auch mal direkt den Hotdog-Sushi, Leute. Der Ernst-Bock. Fällt mir. Sehr und? Ja, sehr gut. Denk gerade aber auch an den Geschmack. Wie wäre es, wenn man es frittieren will? Ja, das. Endstation dann. Ich finde nur der Geschmack von dem Sesam, also der Eigengeschmack, der steht viel zu hart im Fokus. Geil, Leute. Geil. Und jetzt als nächstes Hähnchen von mir. Der hat wirklich geil geschmeckt, Leute. Ist auch geil. Ich
bin sehr so eher Chicken Teriyaki. Ich tendiere mir trotzdem zu Fleisch. Das ist auch Fleisch, stimmt, du, das Hähnchen. Ich mag den Hotdog. Also der Hotdog schmeckt auf jeden Fall viel, viel intensiver als das mit dem Hähnchen. Das ist zwar schön so sanft im Abgang, aber das ist auf jeden Fall kräftiger, so, da merkst du richtig, weißt du? Von dir, dann merkst du den Hotdog. Was ist mit dem hier? Veggie. Das ist Veggie. So, komm. Veggie. Alle guten Dinge. Vegetarisch. Ich glaube, der schmeckt sogar am besten. Ja. Siehst du? Wo reingebissen? Siehst du? Das war wie eine Soße. Genau. Also, ist krass. Ich habe Vegetarier unterschätzt. Der schmeckt richtig gut, der Vegetarische. Alle drei schmecken sehr gut. Der Vegetarier schmeckt mir ehrlich gesagt am besten wegen der Soße. Okay, also, Fazit der Geschichte ist, lohnt sich Sushi selfmade zu machen? Auf jeden Fall, Leute. Heute zum allerersten Mal gemacht. Ich feiere es. Ich auch. Okay. So, dann. Aber wir haben noch einen vergessen, Leute. Den esse ich nicht. Den esse Wieso? Ich nicht. Weil dann innen so dein Mund dann so schwarz ist, oder nicht. Was? Der Test, ich weiß es nicht, das geht aber weg. Lebensmittelfarbe. Ich esse nicht. Egal, ich probiere. Was ist alles drin? Shrimps. Paprika, Fischkäse. Genau, und so eine Curry-Gurken-Soße. Der Beste. Bro, der ist der Beste, wirklich. Scheiße. Ja? Scheiße. Der schmeckt am leckersten und am intensivsten. So, gerade ist Masti angekommen. Ich wollte gerade sagen. Kann ich direkt auch noch probieren. Guck mal, nix ist in seinen Zähnen. Du kannst das essen. Was? Ja, dein Mund ist nicht schwarz. Du kannst das essen. Putz sowieso 20 Mal am Tag deine Zähne. Was gut ist, Leute. Beste Vorbild. Ist das für die Frau der Meister drauf ach. Und? Nee, der Vegetarier schmeckt mir besser. Ja? Ja, so, dann würde ich sagen, übernehme ich mal wieder die Kamera. Also ihr habt die Empfehlung von den Jungs gehört und sehen wir uns gleich wieder. So Leute, natürlich werde ich auch probieren, auch wenn ich jetzt sehr selten Sushi esse, aber wenn wir schon sowas Leckeres zubereiten. Aber Leute, die Jungs haben nicht den leckeren frischen Blattspinat mitgenommen und ich werde das mal jetzt kombinieren. Hört ihr so? Die Sushi-Rollen sind vom Feinsten. Auf jeden Fall Leute, ihr habt gesehen die Meinung von meinen Buddies, macht es nach. Also ich kann es euch nur empfehlen und wenn ihr kreativ sein wollt, könnt ihr auch gerne mit Farbe arbeiten. Habt ihr gesehen, Umid meint ja auch, der schmeckt am besten. Macht den Hotdog nach, den kann ich euch definitiv empfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, zeigt mir eure Liebe. Aktiviert die Glocke. Buddy, würde ich sagen, sind wir fertig. Wir gönnen uns jetzt noch den Rest von dem Sushi. Genau, meine Jungs findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr denen auch folgen wollt, einfach unten auf den Link klicken. Dort kommt ihr zu deren YouTube-Channel. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Und ihr kennt es von mir, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute.